Liebe Inge Rauschning, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AFS, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich danke ich Ihnen für Ihre Einladung zum Festakt anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des AFS Interkulturelle Begegnung e.V. in Deutschland. Leider ist es mir aufgrund schon länger zugesagter anderer Verpflichtungen nicht möglich, heute bei Ihnen in Berlin zu sein. Vor 60 Jahren machten sich deutsche Austauschschülerinnen und Schüler auf den Weg in die Vereinigten Staaten von Amerika. 3 Jahre nach Kriegsende war dies ein mutiger Schritt. Sie sollten Brücken der Verständigung bauen. Nach Jahren des Krieges haben sie einen Beitrag dazu geleistet, dass wieder Frieden und Versöhnung einkehrten. Das war eine große Aufgabe für diese jungen Menschen. Aber die flammende Begeisterung, sich in die Welt hinauszuwagen, schlägt Funken. Heute gibt es immer mehr Jugendliche, die das Angebot des AFS annehmen. Freiwilligendienste im Ausland werden vom AFS vorbereitet, begleitet und nachbereitet. Die Arbeit des AFS, des American Field Service, begann mit dem freiwilligen Einsatz von Mitbürgerinnen und Mitbürgern unterschiedlichster Nationen, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg die Verwundeten versorgten. Heute wollen sie die Wunde der Intoleranz und des Unverständnisses, die zwischen den Völkern klafft, schließen. Wir müssen uns auf den anderen einlassen und ihn und sie natürlich in seinem Anderssein anerkennen. Diese Erfahrungen sind für das weitere Leben wichtig und können viele Türen öffnen. Wenn wir Grenzen überwinden und einander begegnen, geht es darum, den Menschen hinter einer anderen Kultur oder Lebensart kennenzulernen und wertzuschätzen. Die Europäische Union ist das Ergebnis der Verständigung zwischen den Völkern. Die Einigung Europas und die Freizügigkeit innerhalb Europas sind ein Garant für den Frieden. Der interkulturelle Dialog, den sich der AFS verschrieben hat, ist auch ein wichtiges Anliegen der Europäischen Union und des Europäischen Parlaments. Daher wurde das Jahr 2008 auch als Jahr des interkulturellen Dialogs ausgerufen. Für die Zukunft wünsche ich den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Kraft, Freude und Mut, das Projekt weiter voranzutragen. Sie haben in den letzten 60 Jahren großen Einsatz für den interkulturellen Dialog gezeigt. Dafür gilt Ihnen meine größte Anerkennung. Den jungen Menschen, die sich auf den Weg ins Ausland machen und dort soziale Arbeit leisten, wünsche ich viele schöne Erfahrungen und Freundschaften, die noch lange über die Zeit des Auslandsaufenthaltes andauern mögen. Freundschaften sind das Gerüst, auf dem sich ein langer Frieden gründet, hier in Europa und der Welt. In diesem Sinne, herzliche Grüße und gute Wünsche.